gibt auch gute Argumente, dagegen zu sein. Und man sollte da auch keinen unter Druck setzen. Wie halten Sie das, Frau Milovic? Haben Sie einen Organspendeausweis? Nein, den habe ich nicht. Wahrscheinlich wäre es bei mir besser, man würde es so halten wie in Österreich. Nämlich, dass man mit Widerspruchsregelung. Das würde ich wahrscheinlich auch vergessen. Und dann wäre es auch gut. Nein, ich habe mich da noch nicht wirklich entschlossen. Natürlich sind diese ganzen Skandale, die in den letzten Jahren passiert sind, waren natürlich nicht zuträglich der Spenderbereitschaft. Und da habe ich mich dann auch sehr, sehr drüber geärgert, dass es solche Ärzte gibt, die das natürlich alles torpedieren. Aber ich selber, wie gesagt, habe es noch nicht entschieden. Das ist auch ein Thema, über das man dann nicht einfach so drüber weggehen sollte. Deswegen sagte ich gerade, es gibt auch gute Gründe, warum Menschen da Skrupel haben. Und wenn man von solchen Geschichten hört, muss man auch im Hinterkopf haben, das ist auch ein Business, ne? Das ist ein Geschäft, da wird sehr, sehr viel Geld verdient. Ja. Aber auf der anderen Seite sitzen da Menschen wie Chantal hier und dann siehst du, dass es jemandem ganz konkret an dem Punkt geholfen hat und dann ist dieses geschäftliche etwas, was dann plötzlich sollte keine nicht mehr Rolle wichtig spielen, ist. Dann, ja. Genau. Frau Milovic, Sie sind ohnehin jemand, der sich auf vielen Feldern zeigt und Haltung und Position bezieht. Flüchtlingshilfe ist so ein Stichwort. Stimmt es, dass Sie Wohnungen ganz gezielt an Flüchtlinge, an Menschen aus anderen Ländern, Zuwanderer vermietet haben? Ja. Und zwar genau mit dem Impetus hingegangen sind zur Stadt Köln und sagten, ich möchte, dass dort solche Mieter einziehen? Ja, das habe ich wohl gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich vor ein paar Jahren ein Häuschen erwerben konnte. Da waren die Preise in Köln noch bezahlbar für Immobilien. Und dann habe ich dazu geschlagen. Und dann dachte ich, das sind genug Einheiten. Und ich finde, da kann eine Wohnung zunächst was die eine, auf jeden Fall mal woanders hin. Und man hat ja viel gelesen über Flüchtlinge, dass die einfach kein Zuhause haben und in Turnhallen sitzen. Das brauche ich jetzt gar nicht auszuwalzen. Und dann habe ich mich mit der Stadt Köln zusammengetan, mit diesem Auszugsmanagement nennt sich das. Und habe mich mit denen zusammengesetzt. Auszugsmanagement. Genau. Ja. Auch ein schönes Wort, ne? Jetzt. Neulich habe ich einen Parkraummanager getroffen. Das war jemand, der früher mal Politesse war. Ist vergleichbar. Ja. Also Auszug oder Parken. Ja, also irgendwo müssen die Leute hin. Interessant, was wir für schöne Wörter alles erfinden, ja. Ja, das stimmt. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Etwas schwierig war die Auswahl dann zu treffen. Das lag dann bei mir, die junge Leute auszusuchen. Also es war klar, die Wohnung war nicht sehr groß. Das konnten Sie selbst bestimmen? Ja, das wollte man dann mir auch sozusagen überlassen. Und dann habe ich eben zwei junge Mütter mit Kindern kennengelernt und musste dann die Entscheidung treffen. Habe dann Druina genommen, weil die hatte noch keinen, da fehlt noch ein bestimmter Berechtigungsschein, um eine Wohnung zu finden. Und die hätte die schlechteren Chancen auf dem Wohnungsmarkt gehabt. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich sie mit dem kleinen Kerl. Was sind das für Geschichten, die da dahinter stecken? Die kommt aus Sri Lanka. Der Mann war bei den Tamil Tigers. Tamile. Und im Widerstand. Und, Sri Lanka, der ewig Bürgerkrieg und so weiter. Ja, mittlerweile genau. Aber weitestgehend beigelegt ist, zumindest nach allem, was man so hört. Das flammt ja immer mal wieder auf. Genau. Aber auf jeden Fall ist im Moment eine Ruhe. Und der ist irgendwann wohl abgeholt worden und in irgendeinem Folterkeller verschwunden. Jedenfalls hat man von dem Vater nichts mehr gehört. Und sie hat es dann geschafft, mit Verbindungen, wie genau das dann lief, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall nach Deutschland zu kommen und war dann in so einem Heim untergebracht. Und wer war die Frau, gegen die Sie sich entschieden haben? Die kam aus dem Osten, die war, da fragen Sie mich jetzt was. Ich habe irgendwo in einem alten Interview gelesen, Aserbaidschan, kann das sein? Ja, danke. Ja. Dann war es das. Ich habe es jetzt wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Aber die hätte eine größere Chance gehabt auf dem Wohnungsmarkt. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das anders. Ganz grundsätzlich, ich meine, Sie wissen ja, was das für ein umstrittenes, heikles Thema ist. Und der Spalt, der Riss geht ja teilweise nicht nur durch die Gesellschaft, sondern wirklich quer durch die Familien. Welche Reaktionen kriegt man, wenn sowas publik wird? Ich habe mich da nicht groß drum gekümmert. Ich bin Facebook-Ablehner, lese nichts, habe einen Account und dann können die vor sich hinschimpfen, wie sie wollen. Das ist mir gratwurscht. Und deswegen habe ich nicht so viel. Es gab ein paar Mails, was mir dann einfiel. Die Deutschen seien ja wichtiger, so ungefähr. Ich mache es jetzt mal kurz. Aber das interessiert mich überhaupt nicht. Wirklich nicht. Und dann gab es noch eine zweite Wohnung und da habe ich jetzt eine syrische Familie drin. Und das freut mich so. Die habe ich jetzt noch ein bisschen, die sind noch ein bisschen enger an mir dran. Und das ist wirklich schön, das zu sehen. Das heißt, Sie kümmern sich dann auch um die Leute, indem Sie ihnen bei Behördengängen mit Rat und Tat und so weiter zur Seite stehen? Ja, also wenn ich Zeit habe, dann renne ich auch mit zu den Behörden und dann ist das manchmal ganz wirklich auch nett. Die reagieren dann auf mich als Frau Milovic auch anders und dann kann man manchmal Dinge beschleunigen und das mache ich dann einfach auch. Mal ganz anders gefragt oder umgekehrt gefragt, kriegen die denn mit, wie darüber teilweise diskutiert wird und was hier gerade auch in diesem Land passiert an Diskussionen, was an Debatten stattfindet? Ja, natürlich kriegen die das mit.
Klar. Sie nehmen es einfach zur Kenntnis, aber ich spreche da nicht groß drüber. Also ich frage jetzt nicht die syrische Familie, ob sie auf der Straße belästigt werden oder so. Oder ist also ich hab dem jungen Mann jetzt in einer Zahnklinik im Labor einen Praktikumsplatz besorgt. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Ausbildung in Syrien ist ein Jahr und hier sind es zweieinhalb oder drei sogar. Jetzt muss er wahrscheinlich ein paar Nachprüfungen machen. Aber ich freue mich einfach sehr, dass ich, wenn ich sehe, dass die Menschen hier auch bleiben wollen, sein wollen, sich was aufbauen. Und sie werden ja auch gebraucht. Das ist ja nicht so, dass die irgendjemand irgendwas wegnehmen. Also dieses Gespenst geistert ja durch die schlechte Presse. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist die eine Seite. Aber es gibt natürlich vieles, von dem ich oft denke, die Tatsache, dass darüber so kontrovers auch diskutiert wird, hat natürlich damit zu tun, dass wir keine wirkliche, konsistente Politik machen. Also Sie sind ja zum Beispiel mit Hannelore Kraft sehr gut befreundet. Ja, soweit die Zeit es zulässt. Genau. Ja. Wie reden Sie mit ihr darüber? Gar nicht. Also wenn wir uns privat sehen, machen wir viel Blödsinn. Und, aber ich lasse sie dann auf mich zukommen. Wenn der Abend dann mit einem politischen Thema beginnt oder so, dann bleiben wir dabei. Aber das überlasse ich ihr. Ich will jetzt nicht jedes Mal, wenn ich sie treffe in der wenigen Zeit, die wir haben, wieder, ja, was ist denn das da? Was habt ihr euch da wieder überlegt? Das mache ich nicht. Aber ganz grundsätzlich ist das eine Frage, vor der Politiker ja häufig stehen. Deswegen frage ich danach, wie viel Wahrheit kannst du der Öffentlichkeit zumuten? Und ich habe das Gefühl, dass man den Menschen sehr wenig teilweise zumutet. Ich habe bis jetzt noch keinen gehört, der sich einfach mal hinstellt und mal deutlich sagt, pass mal auf, das, was wir euch ständig erzählen, dass Leute, die keinen Aufenthaltsstatus kriegen, dass wir die dann irgendwann abschieben, das stimmt so nicht. Das funktioniert in Wahrheit nicht. Das ist eine Illusion. Menschen, die erstmal hier sind, die werden alles dafür tun, um hier zu bleiben. Und alles andere ist doch ehrlich gesagt auch naiv und vollkommen weltfremd. Aber ich höre das von keinem. Ja, also es ist natürlich auch so, immer wenn irgendwas passiert, dann wird natürlich laut von bestimmter Seite herum natürlich krakeelt und wir müssen die sofort abschieben und schnell abschieben und Massenabschiebung. Und, ja, aber und das wird natürlich immer wieder ausgenutzt. Ja, ich finde, da muss man aber auch der Presse einen kleinen Vorwurf machen. Ich finde, es wird auch nicht genug in der Richtung getan, dass man sagt, man klärt auf. Auch da muss ich sagen, Frau Merkel einen Vorwurf machen, weil die Leute sind nicht mit eingebunden worden. Es wurde nicht wirklich erklärt. Wenn sie sagt, wir schaffen das, dann hätte ich die Erklärung, wie will das funktionieren? Wie können wir das miteinander machen? Die habe ich vermissen lassen. Mhm. Wenn das oben aus so einem Elfenbeinturm kommt und du nimmst die Leute da unten nicht mit, das kann nicht funktionieren. Mhm. Also da sind schon mal ein paar Sachen schiefgegangen. Ja, Sie haben dazu mal gesagt, Willkommenskultur, ja, sehr gerne, aber bitte schön ohne rosarote Brille. Ja, klar. Also ich meine damit dieses auf Zwang Multikulti und dass wir alle miteinander und dass man die Menschen zusammentun kann und das funktioniert dann schon irgendwie, das haut nicht hin. Und natürlich gibt es Probleme in Flüchtlingsheimen. Natürlich gibt es Krach, natürlich gibt es Schlägereien, es gibt Schwierigkeiten. Und man soll nicht hinkommen und sagen, wir sind ja so gute Deutsche, wenn wir das alles machen. Und sobald einer sich nicht nach unseren Vorstellungen benimmt, ja, der muss ja weg. Also das geht dann auch nicht. Das meine ich mit rosa Brille, sondern klar sagen, was kommt auf uns zu, was sind die Problematiken und womit müssen wir rechnen. Und wir dürfen auch nicht gleich beleidigt sein, wenn man unsere Gastfreundschaft mal vors Schienbein tritt. Sie haben in dem Zusammenhang auch gesagt, ich habe mich nach den Silvesterausschreitungen, ich meine, Sie leben in Köln, Sie haben sinngemäß gesagt, ich habe mich danach wahnsinnig über die Stadt Köln geärgert. Warum? Habe ich das gesagt? Ja. Warum? Das weiß ich nicht, warum Sie das gesagt haben. Das war meine Frage an Sie. Ja, also ich meine, blöd ist auch im Nachhinein immer, wie das alles aufgearbeitet wird. Also das ist ja immer so ein Schuldzuweisungskarussell, da kriege ich ja wirklich so einen Hals. Keiner übernimmt Verantwortung, nirgendwo. Das war beim Stadtarchiv, bei dem Einsturz aber auch nicht anders. Und das ist auch im Fall Anis Amri zum Beispiel nicht anders? Nein, auch im Fall Anis Amri natürlich nicht anders. Und das ärgert mich immer, dass da keiner das Standing hat zu sagen, das und das und das ist schiefgelaufen, ich übernehme die Verantwortung dafür. Aber es war ja ein wildes Hin und Her. Es hat ja auch so lange gedauert, bis man mal Fakten hat. Das wird bis heute aufgearbeitet, was tatsächlich da los war. Mhm. Wer hat welchen Brief geschrieben? Wer hat wo, wann und wie viel Uhr angerufen? Was hat das Ordnungsamt vergessen? Was hat die Stadt Köln vergessen? Ich weiß es bis heute nicht, wirklich. Um ganz zum Schluss noch einmal heiter zu werden. Stimmt es, dass Sie mit Hannelore Kraft, wenn Sie nicht über Politik sprechen, gerne Karaoke singen? Selbstverständlich. Ehrlich? Und wir können es beide nicht. Sie können es beide nicht, ja. Ich kann nicht besonders singen. Also ich treffe die Töne und die sind dann tot, hat man mal über meinen Singen gesagt. Ja. Aber ich fand das jetzt nicht fair. Es geht schon, ist in Ordnung. Und wir nehmen uns auch mal Sachen vor, die kein Mensch singen kann, wie Cats oder so. Oder singen. Auch von ABBA. Ja, die kein Mensch. Also es ist wirklich schwierig zu singen. Ja. Und das macht dann Spaß. Und dann gibt es so berühmte Grillabende bei mir draußen. Sie haben so eine Karaoke-Anlage? Nee, meine Nachbarn haben eine Karaoke-Anlage und die wird dann rübergeschleppt und dann geht's los. Wir brauchen mal kurz eine Karaoke-Anlage für die Ministerpräsidentin. Wir wollen bloß nicht, das wollen Sie nicht hören, wenn ich singe. Nee. Aber Sie singen mit, Frau Kraft singt mit, ja? Ja, wir alle, das sind dann immer ein Haufen Leute. Das ist ja irre. Und dann
Wird laut. Crazy. Da werden wir das nächste Mal mal Frau Kraft fragen, was ihr Lieblingshit ist, den sie da bei Ihnen im Garten schmettert. Unter dem Einfluss von Alkohol, gehe ich von aus. Ja, selbstverständlich. Ja. Ich glaube, es war irgendwas von ABBA das letzte Mal. Ich bin mir nicht mäßig. Irgendwas Schönes. Samstag, Frau Milovic, 20. Ja. Fall. Marie Brandt hat das vorhin schon gesagt, Partner-Online-Vermittlung, eine Agentur. Und das ist eine starke Szene, die wir da gerade sehen. Wir schauen mal rein. Ich habe auch gelogen. Mhm. Ich habe Ihnen einen falschen Namen gesagt. Marie, haben Sie Angst vor mir? Marie! Wagen 421, Krankenhaus ist verständigt.